Die verschwundene Puppe von Heinrich Seidel. Was war das heute für ein Schreck? Denkt euch, Elisabeth ist weg. Die schöne große Puppe. Gleich nach der Morgensuppe, da wollte ich eilig zu ihr gehen. Oh weh, da war sie nicht zu sehen. Ich hatte in den Wagen doch selber sie getragen und ihr das Kissen fein geklopft und ihr die Decke eingestopft. Nun war das liebe Bettchen leer, da schrie ich laut und weinte sehr. So schön und heil war sie ja noch, sie hatte nur im Kopf ein Loch. Auch fehlte die Perücke, ein Arm ging ihr in Stücke. Die Nase war zerschmettert, weil sie so gerne klettert, dabei vom Schrank herabgefallen war. Sonst war sie heil noch, ganz und gar. Ach, niemand konnte mir sagen, wer sie davongetragen, die mir so lieb gewesen ist und wer der Dieb gewesen ist. Bei Onkel Heinrich fragte ich an. Der dachte nach und sagte dann, vielleicht hat sie der Weihnachtsmann und heilt sie in der Klinik aus, in seinem Puppenkrankenhaus. Dort kriegt sie viel Rhabarber ein und wird dann wieder hübsch und fein. Vielleicht kommt sie mal wieder und hat dann heile Glieder, ein neues Seidenkleid dazu mit Spitzen, feuerrote Schuhe und Locken wie von reinem Gold und ist so lieb und ist so hold, dass du sie gar nicht wiederkennst und sie nur Frau Prinzessin nennst. Ach, wenn das ist, ach, wenn das wär, da freut ich mich erschrecklich sehr. Und tischhoch wollt ich springen und wollt ein Loblied singen, dem lieben guten Weihnachtsmann, der alles hat und alles kann.